Hallo. Ich bin nicht erkältet. Ich habe gerade ein bisschen geflennt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das wird mir doch gerne begrüßt. Ich habe gerade auf Instagram erzählt, was einer alten Bekannten von mir passiert ist, leider. Und das hat mich jetzt gerade wieder voll zurückgeholt. Moment. Das Ganze ist jetzt schon genau 6-7 Tage her. Deswegen kann ich auch so ein bisschen drüber reden. Aber vorher, also es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich musste auch gerade Instagram komplett abbrechen. Seid euch auch sicher, nur weil ich jetzt hier in die Kamera laber und gleich einkaufen gehe und was weiß ich weitermache, dass das nicht bedeutet, dass es mich nicht trifft. In dem Moment natürlich, wo die Kamera aus ist und man darüber nachdenkt, ist es schon sehr, sehr hart. Ich habe sie viele Jahre nicht gesehen, aber sie war eine Nachbarin von mir und wohnte genau gegenüber von meinen Eltern. Also wir haben in so Blocks gewohnt und die haben genau gegenüber gewohnt. Und wir haben zusammen gearbeitet, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Also wir haben zusammen auch bei Kaufland gearbeitet, damals während unserer Schulzeit. Und sind zur selben Schule gegangen und sie hat mir letzten Sommer noch geschrieben. Und das hat mich so traurig gemacht, weil sie hat mir letzten Sommer noch geschrieben, dass sie halt Hochzeitspläne hat und halt Haarschmuck sucht und woher ich meinen habe. Ganz schlimm. Und sie ist leider schwanger verstorben. Die konnten das Mädchen noch rausholen. Das lag jetzt auf der Intensivstation und ja, einfach super schrecklich. Ich will gar nicht weiter darüber reden, weil es mir wirklich 30 Millionen Mal in der Sekunde mein Herz bricht. Ich habe mich jetzt ins Auto gesetzt. Wir fahren jetzt zu Ikea. Ich möchte was im Kinoraum fertig haben. Ich hatte ja, weiß ich nicht, ob ihr euch erinnert, letztes Jahr schwarze Samtgardinen bestellt und in den Keller gestellt und nie wieder angerührt. Wirklich Schande. Und ich brauche schwarze Gardinenstangen, 2 Stück, genau, und deswegen werde ich da einmal hinfahren und das besorgen. Plus ich brauche noch Boxen, um meine Weihnachtskugeln zu verstauen. Über Nacht hat sie richtig gefroren, also ist es gerade ein bisschen wieder aufgetaut oder hier ist es gar nicht passiert. Aber bei uns ist wirklich alles eingefroren draußen. Und Gott sei Dank habe ich hier eine Standheizung. Ich habe die tatsächlich fürs neue Auto nicht mit rein konfiguriert, weil ich gedacht habe, so ganz ehrlich, wir haben es jetzt 3-mal benutzt bis jetzt. Aber das Ding ist, das neue Auto kommt, wenn der Kleine da ist. Da ist der schon, keine Ahnung, ein paar Monate alt. Und es ist schon ganz praktisch, dann in ein warmes Auto zu steigen, sodass der dann, klar, ist Luxus. Jedes Kind überlebt es auch ohne, ne? Wie praktisch. Die sind sehr praktisch. Schön frühlingshaftes gemacht, das hier. Hier oben. So süß. Diese Bildleisten gibt es jetzt in diesem hellen Rosa. Hallo Sonne. Ich sehe, mein Gesicht ist von den Masken und Weinen und alles demoliert. Ich hätte mich gar nicht schminken brauchen, Leute. Ich packe gerade den Einkauf aus. Ich war nämlich noch bei Rewe und habe ja so ein bisschen Essen eingekauft, weil wir wirklich auch keine Mülltüten und sowas alles mehr hatten. Klopapier, sowas hat gefehlt. Die habe ich bei Ikea mitgenommen, davon habe ich schon ein paar. Die benutze ich gerne für den Kühlschrank oder für Vorräte. Und dadurch, dass hier super viele Nüsse und so weiter drin sind, dachte ich, dass ich damit ein bisschen Ordnung vielleicht machen kann. Ja, habe davon welche geholt und habe auch noch so kleine geholt, fällt mir gerade ein. Die müssten auch hier irgendwo sein, die hier. Die packe ich direkt in den Geschirrspüler, damit die sauber sind und ich die dann morgen oder so dann einräumen kann. Die heißen übrigens 3x Ikea 365 Grad Plus. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall so kleinere Glasbehälter mit einem Kunststoffdeckel. Ich zeige euch jetzt einfach hier kurz, weil ich euch auch zeigen werde, wie wir das dekorieren, was ich geholt habe bei Ikea. Einmal fand ich die voll cool. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich das hier so abgeknickt habe, aber egal. Das machen wir schon. Das kommt auf ein schwarzes Kallax-Regal oben im Büro, in das Büro. Dann habe ich hier noch einen Korb. Den habe ich auch geholt für oben, für das Büro. Da habe ich nämlich eine Pflanze, die will ich reinstellen. Und aktuell so einen weißen Topf und der gefällt mir nicht für das Büro. Dann habe ich von diesen Dingern ein paar mitgenommen. Ich glaube 4 Stück. Die sind auch sehr praktisch. Da können die dann einfach lose Sachen reinmachen. Ne? Die Sachen, die man halt nicht richtig sortieren kann oder ordnen kann. Dann habe ich für unsere Meetings noch solche Pinboards mitgenommen. Da sind jetzt auch schon, glaube ich, Heftklammern mit dabei. Ja, das ist jetzt der Name davon.
Und die sind ganz cool. Die kann man dann einfach so nebeneinander hängen oder übereinander, wie auch immer. Und dann kann man da die To-Dos draufschreiben. Ich habe es auch noch magnetisch in komplett schwarz und in komplett weiß und so. Aber dann brauchst du extra Magneten. Und ich finde, das ist irgendwie ein bisschen praktischer, oder? Was sagt ihr? Genau, dann habe ich mitgenommen noch diese 3 Stück von diesen durchsichtigen Behältern. Da kommen die Weihnachtskugeln und Co. rein. Ich habe hier ein paar Mal von den Bügeln mitgenommen. Meine sind nämlich oben ausgegangen und ich muss noch ausmisten. Und habe gedacht, ey, bevor mir wieder welche fehlen und ich mich dann ärgere, nehme ich mal wieder welche mit. Habe nie zu viele davon, weil ich habe aktuell auch in der Garderobe durcheinander welche. Und ja, kann die dann einfach austauschen, sodass wir dann alle im Haus dann irgendwann dieselben haben. Und dann habe ich noch für oben mitgenommen diese wunderschöne Vase. Ich habe die mitgenommen aus dem folgenden Grund. Die ist nämlich nicht komplett durchsichtig, sondern auch so ein bisschen gräulich, was, glaube ich, zu dem Interior von dem Büro ganz gut passen wird. Und ich glaube, ich werde da Pampasgras reinstellen. Dann habe ich für das Kinderzimmer diese Gardine hier mitgenommen. Ich habe noch welche gefunden. Und zwar, weiß ich gerade nicht, ob man das richtig erkennen kann, das ist jetzt diese Bezeichnung in Grün, ja? Also in so einem Seegrasgrün. Sein Zimmer ist ja sehr, so seine Federwiege ist ja auch so ein Grün und ja, ich werde mal gucken, ob das alles zueinander passt. Ich hatte noch welche in Samt gefunden, in so einem wunderschönen Samt und dann so dunkelgrün Samt oder hellgrün Samt und dann kombiniert mit einem beige Leinen dazwischen. Oh, sah auch sehr, sehr schön aus. Aber ich dachte mir dann, irgendwie ist das, glaube ich, doch ein bisschen kindlicher, oder? Ich will da auch nicht, wie gesagt, ein Erwachsenenzimmer draus machen. Dann habe ich noch für mich und für die untere Garderobe das hier mitgenommen. Das ist für Schals und ich muss euch sagen, meine Schals immer durcheinander, überall hängen die, liegen die rum und deswegen, ja, Schals und Tücher, da kann man auch Gürtel reinhängen, finde ich ganz praktisch. Und für meine Tür, ich weiß nämlich nie wohin mit meinem Bademantel und mit den Sachen, zum Beispiel mit dem Pyjama, den ich gerade anhabe und der noch nicht in der Wäsche ist oder mit einer Hose, die noch nicht dreckig ist, die will ich aber nicht in den Schrank reinräumen, habe ich jetzt das hier mal mitgenommen für die Tür. Und hoffe, dass da wirklich nicht mehr als 2, 3 Sachen dran hängen, weil sowas kann immer schnell unordentlich werden. Deswegen habe ich mich vor lange gewehrt. Genau, dann sind hier noch ein paar Bügel mehr. Und noch eine Pflanze. Ich habe die mitgenommen, Leute, weil die auch einen schwarzen Topf haben. Das heißt, ich musste nicht noch einen Topf dazu kaufen. Und das werde ich bei denen dann aufs Regal stellen, genau. Ganz traurigerweise ist der Weihnachtsbaum gerade angegangen. Ich werde ihn jetzt aber trotzdem abschmücken und die ganze Weihnachtsdeko einfach mal wegnehmen. Aber er ist so schön. Ich will das gar nicht. Ich will, dass es bleibt. Ich habe tatsächlich wieder Hate bekommen im letzten Jahr. Ich musste echt lachen. Also ich habe es einfach nur gelöscht und blockiert. Manche verstehen immer noch nicht, dass man das nicht unbedingt machen muss, weil man Christ ist. Wir feiern das auch nicht christlich. Sondern wir nehmen das einfach als Anlass zum Abschluss des Jahres, uns gegenseitig was zu schenken, uns liebe Worte zu sagen, einfach die Zeit zu genießen und dazu gehört einfach für uns Dekoration. Das ist für mich eine Deko. Es ist ein Plastikbaum und ein paar Kugeln. Ich weiß nicht, wie manche dann so hässlich werden können in ihrer Wortwahl. Das ist für mich unbegreiflich, ne? Idee ist, what it is. Ich werde jetzt, glaube ich, anfangen schon mal. Machen wir mal die Kleinigkeiten erstmal. Ich habe übrigens gerade ein Hörbuch, welches ich gerade absolut gerne höre. Aber mir wurde auch noch Bibi Blocksberg vorgeschlagen und ich weiß nicht, ist so ein paar. Also ich habe gerade so einen coolen, kostenlosen Zugang. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber ich habe gedacht, ich lasse euch das auch mal, lasst euch auch mal Teil daran haben. Und zwar bei Storytel. Das ist so eine Plattform, damit ihr irgendwie Hörbücher hören könnt. Und da habe ich gerade so einen Link, da könnt ihr dann 30 Tage kostenlos Hörbücher hören. Was ich ganz cool finde und wenn sich da irgendjemand für interessiert, dann kann er ja dann einfach auch auf den Link klicken. Und ich glaube, das ist immer, nicht ich glaube, ich weiß, es ist monatlich kündbar. Es sind über 200.000 verschiedene Titel, die man sich anhören kann. Und es lohnt sich wirklich. Also ich mag das sehr, sehr gerne, dort meine Hörbücher zu hören. Verlinke ich euch in die Infobox und jetzt wird erstmal abgeschmückt. Guten Morgen, People! Wie ihr seht, es ist schon der nächste Tag. Ich habe euch das Wohnzimmer gestern nicht mehr gezeigt, weil es einfach viel zu dunkel war, aber wir haben es noch tippitoppi ordentlich bekommen. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe mich jetzt angezogen. Ich habe mir eine H&M Leggings Hose angezogen. Ich passe ja kaum noch in irgendwelche anderen Hosen rein. Mein Haute Couture Pullover, den gibt es aktuell übrigens immer noch auch noch in schwarz. Ich liebe ihn sehr. Er ist sehr kuschelig, sehr bequem und trotzdem schick. Also ich mag ihn, der ist ja so eine fluffy Optik. Und ich glaube, ich habe jetzt M an oder so. Aber trage ich auch nicht schwanger in M. Deswegen ein absoluter Liebling. Super weich. Und ich glaube, den gibt es noch. Also die Mäntel müssten alle weg sein. Ich glaube, wir hatten noch 4 Camelfarbene und 4 Oatfarbene.
Mal gucken, ob die noch bleiben. Und wir überlegen, ob wir so eine, ja, nochmal eine neue Produktion machen, weil mir super viele geschrieben haben, dass sie einfach unbedingt gerne einen haben wollen. Ich habe jetzt diesen Mantel von Mango an. Das ist so ein beiger mit Fransen unten. Und werde mir jetzt eine Handtasche nehmen. Ich glaube, ich nehme eine Pop-Off-Collar, weil ich bin ein bisschen sehr, sehr nude, oder? Dann zeige ich euch auf jeden Fall das Wohnzimmer. Und dann gehe ich in die Stadt. Es gibt nämlich was Besonderes zu tun. Da ist aber ein Pop-Off-Collar. Nein, das ist meine wunderschöne Speedy. Das war meine erste Louis, die ich mir hier gekauft habe. Beziehungsweise auch erste Designer-Handtasche. Damals habe ich sie, glaube ich, in London gekauft. Und ja, die gehört echt öfter ausgesucht. Der Weihnachtsbaum ist weg. Es ist alles richtig, ja, leer einfach, ne? Aber sehr fresh, clean. Dann hier ist auch alles weg. Wir haben den Tisch umdekoriert. Ich habe ja hier diese riesen, dieses riesen Tablett. Da habe ich ganz viele Kerzen einfach drauf gestellt. Und dann ganz clean und ganz fresh das Wohnzimmer. So sieht es aktuell aus. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Aber wir haben hier so ein bisschen, ist eher so schlicht gehalten. Ne? Ich stelle mich mal auf die andere Seite, weil das Licht von dort fällt. Da ist auch schon die Realität. Außerhalb des Wohnzimmers sieht es nämlich im kompletten Haus wirklich aus wie ein Chaos. Also schaut euch nur das hier so an. Es sieht ein bisschen cleaner in der Kamera noch aus, als es wirklich ist. Also es ist schon relativ schön und simpel dekoriert und so. Ne? Aber hier könnten auch noch so ein paar Gemälde an die Wand, sage ich ja schon die ganze Zeit. Und das, Leute, Chaos. Ich gehe jetzt. Ich gehe einfach. Hallo. Hallo. Wir stehen, wir haben gerade gefrühstückt, es war sehr lecker. Wir waren bei Bastians in Köln und wir stehen gerade vor Glück und Glanz. Und gucken mal nach einer potenziellen Wickeltasche, Leute. Ui, das ist eine wunderschöne Chloe. Sehr hübsch. Und ich habe mich noch in diese kleine, süße, graue... Oh, was ist das für ein Ton? Guck mal, die Tasche. So schön. Wie schön ist die? Die ist richtig nice. Mach mal die Tür zu. So, wir haben hier einmal... Wie nennt sie sich? Samoa. Das ist die große Variante der Samoa. Wir haben hier noch ein kleines. Ah, oh cool, in klein ist auch cool. Also, jetzt ja, nicht als Wickel... Wickel. Cool. Wie heißt die, die ich damals bei dir gekauft habe? Ja, das ist diese beidseitige, die hat sie jetzt einfach mit Papier so ausgefüllt. Und die würde jetzt so aussehen. Wobei man die ja, weiß ich nicht, trägt man das? So? Ich liebe die, ne? Die ist so schön. Das ist jetzt der Rucksack, Leute. Hallo! Hi, wie geht's? Natürlich viel praktischer, ne? Als so eine Tasche. Ja, das stimmt. Oh, die Qualle. Ich habe eine Tasche. Ich zeige euch zu Hause welche. Und das sind übrigens auch noch die ganzen MCM-Shopper. Und hier jetzt zum Beispiel in dieser Noé-Form, in dieser Sackform, habe ich ja auch einen kleinen. Finde ich auch immer noch sehr, sehr praktisch. Ich mag ja MCM auch sehr, sehr gerne. Hier sind noch die Rucksäcke. Ja, jetzt müssen wir leider schweren Herzens gehen. Guck mal, hier ist noch so eine Auswahl. Zum Beispiel noch diese Poolbag von Chanel. Auch sehr, sehr schön. Fendi, Prada, alles da, Leute. Guck mal, ich habe hier was. Esra hat hier was. Esra überlegt, ob sie nochmal reingeht und noch mehr kauft. Habe ich mir schon zwei gekauft. Diese Vintage-Sachen gefallen mir persönlich sehr, sehr gut, weil die so robust sind. Aber ich erzähle euch, glaube ich, zu Hause mehr davon. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Und danach gucken wir mal, vielleicht trinken wir noch einen Kaffee oder so. Und danach geht's ab nach Hause, du. Entlang. Wir haben gerade gegessen. Maya hat einen sehr leckeren Auflauf gemacht mit Salat. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, dass ich die Loewen-Diät mache oder Loewen-Diät oder sowas. Die wurde benannt nach dem Professor Dr. Loewen oder Loewen. Jedenfalls habe ich damit angefangen, sollte man oder empfiehlt sich, ungefähr 8 bis 6 Wochen vor der Geburt oder vor der Entbindung mit dieser Diät anzufangen, weil sie darauf bedacht ist, nicht abzunehmen, sondern den Insulinspiegel weit unten zu halten, dafür das Prostaglandin weit oben zu halten. Das Prostaglandin ist manchmal zum Beispiel in Wimpernserien drin, das weiß ich, und macht dieses krasse Wimpern. Ist aber ein körpereigenes Hormon und sollte nicht unbedingt in Wimpernserien benutzt werden. Jedenfalls ist, glaube ich, auch in Deutschland aktuell verboten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie ich abgeschweift bin. Auf jeden Fall ist das Prostaglandin dafür da, dass es schmerzlindernd und entzündungshemmend ist. Wenn man aber Insulin produziert, zu viel, dann hindert das Progesteron
daran. Wisst ihr, das ist dann immer so, und wenn Insulin steigt, dann kann das Progesteron nicht mehr richtig, nicht Progesteron, Entschuldigung. Das Prostaglandin hindert es dann, das Prostaglandin anzuregen. Also nicht Progesteron, sondern Prostaglandin. Und deswegen esse ich aktuell kein Mehl. Also ich versuche halt auf solche Sachen zu achten, wie Pasta, also nicht, wenn es keine Vollkornpasta sind oder so. Oder es gibt zum Beispiel, die Esra hat mir heute empfohlen, Linsenpasta. Die meinte, die waren unnormal lecker. Die gibt es bei DM und die gibt es auch bei Rewe. Habe ich sogar selbst bei Rewe gesehen und dachte mir so, das kann ja nicht so schmecken. Aber die meinte, das ist sehr, sehr lecker. Und ja, genau, diese Diät wird natürlich ohne Zucker durchgeführt. Also kein industriell hergestellten Zucker, sondern kann man mit Obst und so weiter so ein bisschen machen. Was ich allerdings ein bisschen schwierig finde, ist, man soll ja auch Datteln essen ungefähr der 36. Woche. Daran glaube ich ganz stark, an die Kraft der Datteln. Wissenschaftlich bewiesen, vor der Geburt 6 Datteln am Tag die Geburt erleichtern sollen. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, es ist nichts, was ich mir aus der Nase rausziehe oder so. Ich weiß nicht, ob die beiden Dinge zusammenpassen, also die Loven-Diät in Kombination mit Datteln, weil das ist ja auch Zucker. Am Ende ist es klar Fruchtzucker, aber auch Fruchtzucker, liebe Leute, ist Zucker. Das wird im Körper zu Glucose umgewandelt und Glucose bleibt Glucose. Da sagt das Gehirn nicht, das ist aber von der Schokolade industriell hergestellter Zucker. Der sagt dann, oh, da ist Zucker und das ist halt Zucker. Und so, ich war ja bei Glück und Glanz. Kommen wir kurz dazu. Ich habe ja zum Beispiel dieses Strap hier. Habe ich auch von Glück und Glanz. Ist sogar hier eingraviert. Das ist dasselbe Leder, was Louis Vuitton auch benutzt. Deswegen sieht man den Unterschied nicht so mega. Meine Louis war jetzt wirklich sehr, sehr wenig draußen. Die Speedy habe ich damals gekauft, habe ich sehr wenig getragen, weil die damals sehr häufig gefälscht wurde. Und ich bin da nicht so der Typ für, der dann damit noch irgendwie... Ich kann dann damit nicht mehr so rausgehen, weil es einfach dann... Weiß ich nicht. Jedenfalls trage ich sie jetzt wieder super gerne und ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube auch für die nächsten, keine Ahnung, Jahrhunderte ein Klassiker. Und es gibt einfach so Taschen, die kann man für immer tragen. Und der erste Grund, warum ich gerne Vintage-Taschen kaufe, besitze und sie auch gerne bei Glück und Glanz hole, weil ich sie ihr auch da sehr vertraue. Ne? Da gibt es auch viel, wo ich jetzt nicht so vertrauen würde. Aber bei Glück und Glanz könnt ihr absolut vertrauen und könnt ihr auch über Instagram auch mal nachfragen, wenn es eine Tasche zum Beispiel da online nicht gibt, ob es eine Möglichkeit gibt, dir da dran zu kommen oder sowas. Die Phyllis ist da sehr, sehr kooperativ. Sie ist wirklich sehr, sehr cool, deswegen gehe ich auch sehr gerne zu ihr. Die neuen Sachen sind teilweise so schlecht hergestellt, dass man denkt, wieso habe ich jetzt, keine Ahnung, über tausende Euros dafür ausgegeben oder hunderte oder keine Ahnung, kommt auf das Modell an. Und es ist am Ende so ein Müll. Ich habe zum Beispiel noch nie so schlechte Erfahrungen wie mit meinem Portemonnaie von Louis Vuitton gemacht. Ich habe das in Paris gekauft. Es hat mich wirklich fast 1000 Euro gekostet. Sehr, sehr teurer Spaß, aber ich mochte das damals so gerne. Und bla bla. Und das mir nach einem Jahr ist mir das hier rausgebrochen. Hier ist schon das Gold verblasst, es ist schon sowieso silbrig hier. Sehr, sehr schnell Gebrauchsspuren. Ich habe euch das schon mal gezeigt, auch hier, weil das hier so spitz ist. Wenn man da nicht richtig das Loch trifft und richtig hinguckt und das richtig verschließt, dann hat man sofort diese Katscher drin. Die habe ich auch hier und da nervt es mich auch sehr. Und so eine Vintage-Tasche von damals, die da so hergestellt wurde und sowas. Ich habe bei keiner der Vintage-Taschen, außer normale Gebrauchsspuren, wie zum Beispiel bei der Noé unten, sind so ein paar Flecken, wenn man die irgendwo hingestellt hat oder so. Da passiert das schon mal, aber es ist nie so, dass es mir irgendwie mein Herz bricht oder so, weil da habe ich mir gedacht, ich will die jetzt schon so lange austauschen, aber ich denke mir, das ist so ein teures Portemonnaie und ich habe das vielleicht 2 Jahre oder so getragen und ich finde, bei High-End muss man schon sagen, wenn ich so viel Geld ausgebe, ey, ich will das 10 Jahre tragen, ohne dass ich da irgendwie so ein Theater mit habe. Und ich habe das damals auch direkt zu Louis gesagt, die meinten, nee, das sind ganz normale Gebrauchsspuren. Denke ich mir so, was sind das bitte für Gebrauchsspuren? Entschuldigung, aber nein. Dennoch, ich gehe super gerne bei Louis rein. Es gibt Taschen, die möchte ich auch ganz neu und es gibt Taschen, die finde ich auch in Vintage mega, mega schön und die würde ich mir auch Vintage auf jeden Fall holen. Und dafür ist eben Glück und Glanz die perfekte Adresse, auch wenn ihr zum Beispiel schon Taschen habt und ihr wollt die ein bisschen aufbereiten lassen und da sind irgendwelche Macken, die ihr vielleicht beheben lassen wollt.
Die Phyllis hat auch einen Taschendoktor, also da kann sie dann die Taschen hingeben, die reparieren sie dann für euch und ich bringe da bald meinen Chanel 255 hin, weil das Band gerissen ist innen. Und ich nie einen vernünftigen Taschendoktor gefunden habe, der das so ein bisschen, sie so ein bisschen aufbereitet. Und deswegen gebe ich die bald dahin, sodass die dann nochmal hübsch gemacht wird, weil die ist ja auch von 1991. Ich wollte ja meinen Jahrgang, die habe ich damals in New York, Gott sei Dank habe ich die gekauft, Leute. Die Preise der Flatback sind in die Höhe geschossen. Zum Teil auch, weil es zu viele Fälschungen gibt und auch sie nicht mehr so exklusiv war. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen hat Chanel dann die Preise so krass angehoben, so habe ich das gehört. Die haben sie ja fast verdoppelt oder verdoppelt eigentlich. Deswegen, ja, ich bin ja ein ganz, ganz großer Taschenliebhaber. Die habe ich mir damals für 550 Euro gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt neu kostet. Da habe ich sie mir bei Louis Vuitton in London gekauft. Und ich habe das gespart, indem ich neben dem Abi bei Kaufland an der Kasse gearbeitet habe. Ich habe neben meiner Studienzeit Sachen genäht, zum Beispiel Kissenhüllen und so. Und habe die dann verkauft. Also ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate gearbeitet und dann habe ich mir irgendwie was Luxuriöses, High-End-mäßiges gekauft. Das ist einfach so meine Passion und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das einfach jeder schafft, der das gerne schaffen möchte. Wir sind hier immer noch super oberflächlich. Es geht immer noch um Handtaschen und nicht um die innere Glückseligkeit oder so. Mensch, jetzt reicht aber hier mal. Es ist ein Lifestyle- und Fashion- und Beauty-Account und hier wird es immer um Fashion und Luxus und Streetwear und alles im Mix gehen. Deswegen, das ist nicht die Message, die soll euch jetzt nicht hier nur mit einer Tasche werdet ihr happy oder so rüberbringen. Das ist aber klar, aber ich denke mir mal, dass hier wieder ein paar Pappenheimer sitzen, die dann denken, sie müssten das nochmal verdeutlichen. Aber selbstverständlich kommt Glück und Zufriedenheit und sowas von nicht materiellen Dingen. Egal was es ist. Egal ob es ein Shirt ist oder ob das ein... Und ist es auch egal, ob es von Zara ist oder von Louis ist oder von keine Ahnung wem ist. Am Ende findet man Glück, seine tiefe Glückseligkeit, Zufriedenheit in anderen Dingen, die ich ja in Vlogs auch immer wieder zu vermitteln versuche. Aber es gibt natürlich auch wunderschöne, luxuriöse Dinge wie diese. Da könnt ihr zum Beispiel auch Gurte austauschen. Ihr könnt bei Glück und Glanz auch hier diese Schlösser holen, falls ihr euers verloren habt. Ich habe mir auch meine Bulgari da geholt einmal. Und zwar ist es die Serpentine Bag von Bulgari. Meine große Keyball, die leider mir damals geklaut wurde. Da wurde mein Auto eingebrochen und ja, das habe ich nie erzählt. Aber die große Keyball wurde mir damals leider geklaut. Die habe ich auch von dort. Ich habe auch meine Noué von dort. Und wie gesagt, meine Serpentine Bag von Bulgari. Die ist auch in einem perfekten Zustand. Also eine wunderschöne, sehr klassische Tasche, die ich liebe, liebe, liebe. Ich finde auch die Bulgari Serpentine Bags sind sehr geräumig. Also da sind Fächer, da ist Platz und trotzdem ist es eine wunderschöne Tasche zu tragen. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist dieser, es ist so ein Regencape extra für die Tasche. Oh, eine Lippenkombi. Oh, etc. von MAC mag ich sehr gerne. Das müsste Yash sein. Ja, und Yash. Jedenfalls habe ich vor ein paar Wochen der Phyllis geschrieben, ob sie mir nicht helfen will, eine Wickeltasche, bestimmte Wickeltasche zu finden. Als wir ja dann dort waren und ein bisschen gequatscht haben und so weiter, sie meinte, sie besorgt sie und dann hat sie gesagt, Tara, ich würde dir einen Rucksack empfehlen. Und die Esra meinte, ich würde dir einen Rucksack empfehlen. Und die Mädels, weil Esra hatte so eine Umfrage auf Insta gemacht, haben mir geschrieben, Rucksack, Rucksack, Tara, nimm meinen Rucksack. Das wird dir viel mehr und dich viel weiterbringen. Und ja, das einfach ja viel angenehmer für dich machen. Allerdings überlege ich, ob ich die andere auch noch dazu kaufen soll, weil sie mir wirklich sehr, sehr gefallen hat. Also ich fand sie auch sehr praktisch, ich finde sie sehr schick, ich finde sie sehr elegant. Und sie war auch wirklich in einem wunderschönen Zustand. Und deswegen, ja, kann es sein, dass ich sie mir noch hole. Aber ich würde euch dann mitnehmen. Ihr könnt bei Glück und Glanz auch online gucken. Das hier ist einmal die Tüte. Und wir nehmen jetzt einmal das Staubbeutelchen mit raus. Wenn der frühere Besitzer einen Staubbeutel noch hat, dann liegt sie meistens mit in der Tasche. Ich glaube, so ist es auch bei diesem Stück. Und ich habe mich ja, wie gesagt, für den Rucksack entschieden und tada, das ist der Rucksack. Das ist auch der große. Ich weiß nicht, ob es noch einen größeren gibt, aber der ist auch komplett Vintage, Leute. Die einzigen Gebrauchsspuren könnt ihr hier unten erkennen. Und sie meinte, das ist halt bei den Sackgeschichten, die man halt so zuzieht, manchmal so, dass es hier oben
so Knicke hat oder so. Aber sie meinte, du, das ist gar kein Problem. Meine Taschenfrau, die das repariert, die ist aktuell im Urlaub. Sobald sie wieder da ist, kannst du sie rumbringen und danach wird das hier aufbereitet. Und das werde ich dann auch so machen. Der wunderschöne Rucksack. Pre-loved, der hat irgendjemandem gehört, der ihn geliebt hat und der dann auch... Nee, dessen Zeit dann auch gekommen ist, ihn abzugeben. Und ihr könnt, glaube ich, auch dahin verkaufen. Also wenn ihr da irgendwie eine Tasche habt, bei der ihr sagt, die passt nicht mehr zu meinem Leben, dann ist das auch absolut okay und dann wird sie von jemand anderem geliebt. Auf jeden Fall hat sie hier vorne eine Tasche, was ich ganz praktisch finde für Dinge, an die man schnell gehen muss. Ich würde da jetzt zum Beispiel kein Handy oder so reinmachen. Das machen nämlich sehr viele, weil das ist auch leichter, da draus was zu klauen. Reißverschluss, Tasche, Leder, das kannst du super abwischen. Das ist ja wirklich dieses robuste Louis-Leder. Und die damals hergestellten Louis-Taschen haben auch noch eine ganz andere Haptik, finde ich. Die sind noch so fest und so high-end-luxuriös gemacht, ne? Weil so viele, es gibt auch Marken, die teilen zum Beispiel Stoffe nochmal in, oder Leder oder so nochmal in die Hälfte, damit sie zwei Taschen draus machen. Da denke ich mir so, genau. Wir haben hier drin eine, noch eine von früher, voll die schöne, richtig dicke, robuste. Ich wünschte, ich hätte übrigens auch einen Koffer. Aber die, die man zum Dekorieren nimmt, diese Trunks, ja, aber die sind mir zu teuer. Aber jetzt hoffen wir nicht. Hier ist super, super viel Platz. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Organizer mit reinsetzen will oder nicht, weil ich bei dem Louis Vuitton Shopper rutscht da seitlich manchmal was runter oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, bei einem Rucksack das zu verlieren, findet man vielleicht nicht mehr so schnell oder vergisst es dann. Auf jeden Fall von innen auch ein unglaublich schöner Zustand. Wirklich, da hat jemand sehr aufgepasst und seine Sachen einfach gut behandelt. Und dann kann man sowas auch viele Jahre später immer noch verkaufen. Ich weiß nicht, wofür das ist. Da könnte man noch was dran klipsen. Ich habe mich auf jeden Fall für den Rucksack entschieden. Ich bin sehr, 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 sehr happy damit. Und freue mich sehr darüber. Ich werde euch das auf jeden Fall mal in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr sehr gerne bei Glück und Glanz vorbeischauen und euch da so ein bisschen umschauen. Da gibt es ganz wirklich wunderschöne Sachen. So, sie hat auch wunderschöne Portemonnaies von Louis Vuitton. Auch in dem Damier-Muster, was ich auch sehr, sehr schön finde. Das hier zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Portemonnaie. Ich habe die auch vor Ort gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die aufgenommen habe. Ihr habt es ja gesehen, aber die waren in einem wirklich sehr, sehr schönen Zustand. Was mich... Ich wollte auch unbedingt einen holen, aber... Weil ich dieses Portemonnaie echt nicht mehr sehen kann. Aber diese langen und manche mögen ja die langen, manche mögen die kleinen und die hatte zum Beispiel von Gucci so kleine da, die waren auch sehr, sehr süß. Prada Crossbody Bags, die Medium Chloe, die hier ist so ein Traum. Super schön. Und dann gibt es eigentlich auch nochmal ganzen MCM-Shopper und so weiter dort. Muss man, finde ich, auch immer wieder reingucken, weil es halt natürlich immer wieder neue Modelle da gibt, ne? Das ist jetzt nicht so, dass es ein bleibt da 10 Minuten und ist sofort weg. Die andere Tasche bleibt ein bisschen länger da, aber du weißt halt nie, ne, wann was bleibt. Und das ist halt... Oh, wie schön ist die. So, ich habe jetzt die andere Tasche noch bestellt. Was soll ich machen? 4 Jahre meine Noé von Glück und Glanz und ich glaube 3 Jahre meine Bulgari. Und ich trage die und liebe die und bin absolut happy damit. Ich lasse die jetzt einmal hier, beziehungsweise ich lasse die einmal auf. Ich lasse die nämlich einmal gerne auch mal durchlüften. Dadurch, dass die halt lange verstaut worden sind. Was ich auch cool finde, ist dieses Ding, dieser Ring ist einfach aus Metall. Ich glaube, heutzutage ist es eine Stoffschnalle. Habe ich noch einen Thumbnail gemacht. Ich habe noch was von meiner Freundin Esra bekommen. Auch ein High-End-Teil für den Kleinen. Ich werde gleich sowieso runtergehen und seine Sachen sortieren. Eventuell noch die Lampen streichen. Niemand weiß, wann das passiert wird. Auf jeden Fall richtig süß. So ein kleines Jäckchen mit so einer Kapuze, so einem Hoodie. Ist für einen 9 Monate alten und das finde ich auch ganz gut, weil die können dann die Sachen länger tragen. Ich werde dem das auch oversized anziehen, eine Joggerhose oder so, damit er einfach länger was davon hat, weil das auch ein sehr, sehr schönes Teil ist. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Sehr cooler Cardigan, der junge Mann. Ich habe von meiner Freundin noch ein Paket gestern bekommen und das stand dann von Tamila, also von ihrer Tochter. Ich freue mich schon auf dich und kann es kaum abwarten, mein zukünftiger bester Freund Tamila. So süß. Und da hat sie einmal Söckchen geschickt. Das ist jetzt von Zara. Die sind richtig süß. Also da bin ich gestern kaputt gegangen. Bitte, was ist das?
passt halt Fuß rein. Richtig ernst. Dann sind die nochmal hier im Beige. Dann haben wir die hier einmal nochmal in einem so Oat. Dann haben wir die nochmal in einem Creme. Habe ich ein paar Sachen bestellt und sie hat noch ein paar Sachen mehr geschickt. Ich zeige euch mal kurz ihre Sachen. Das ist hier einmal so ein Oberteil in so einer, mit so einer Waffeloptik. Finde ich auch sehr, sehr süß. Das ist hier, um seitlich aufzuknöpfen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Die Jasmin von Madame Tam Tam hat mir direkt gesagt, ey Tara, wenn du Sachen kaufst, dann achte darauf, dass sie einen Reißverschluss haben. Das ist zu viel angenehmer als diese 8 Millionen Knöpfe. Ich finde, für so schick ist es schöner und für so Schlaf, Strampler und sowas alles werde ich mal gucken, dass ich auch noch ein paar wirklich mit einem Zipper bekomme. Dann das nochmal in Grau mit so einem Stern in der Mitte, auch zum Aufknöpfen. Auch sehr süß. Die sind, glaube ich, alle für 0 bis 1 Monat oder 1 bis 3 Monate so. Dann diese Jacke, da sind wir ja gestern kaputt gegangen, ne? Als wir das uns angeguckt haben. Und das ist diese Zipfelmütze. Richtig süß. Die ist für 62, also 1 bis 3 Monate. Fand ich auch sehr schön. Habe ich auf der Zara-Website auch gesehen. Ist sehr cool mit dieser Hose, weil... mal da rein, diese Schilder stören bei diesen kleinen Mini-Teilen, weil es hat dieselbe Farbe hier oben. Also, so. Dann noch eine Hose, also die, muss ich sagen, habe ich auch selbst bestellt, werdet ihr gleich sehen, es ist doppelt, was ja super ist, weil wir A, den gleichen Geschmack haben und B, weil ich nicht glaube, dass ein Kind nur ein Outfit am Tag braucht. Dieselbe Hose, meine ich. Hat sie noch in Grau, genau, bestellt. Auch sehr süß. Ich habe die zum Beispiel in Grau gar nicht mehr bekommen, wollte sie aber auch. Das ist so süß hier mit diesen Füßchen. Dann hat sie noch so einen Strampler. Da hat ja mein Mann gestern gesagt, ich drehe durch. Was ist das bitte? Was ist bitte für ein süßer kleiner Mini-Strampler? Auch super schöner Stoff. Ich muss wirklich sagen, ich habe letztens meine eigene Zara-Bestellung, die ihr gleich sehen werdet, ausgepackt. Meine erste Baby-Zara-Bestellung. Und ich muss sagen, die Haptik und so sehr, sehr gefeiert. Genau, das habe ich von ihr bekommen. Die Karte war voll. So, ich habe die wohl in Grau auch noch bestellt. Also, sehr, sehr süß. So, dann haben wir einmal einen Strampler. Den habe ich bestellt beim Sale. Ich fand den auch sehr, sehr hübsch. Ich glaube aber, den gibt es gar nicht mehr. Ich habe gestern nochmal geguckt. Aber obwohl, es gibt sie zum Beispiel im Sale nicht mehr. Vielleicht gibt es die jetzt auch so einfach. Ja, so ein kleines Shirt. Das ist jetzt alles, was man so... im Alltag einfach braucht. Ich finde das natürlich jetzt gerade extrem süß. Andere würden sagen, Schimmer im Leben. Auch sehr so, das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Also ich hoffe, dass ich jetzt, dass es jetzt halt mal irgendwann reicht, dass ich jetzt nur noch so ein paar Strampler, so Basics hole. Und dass jetzt das Teile sind, die man halt oft waschen kann und sie einfach oft tragen kann. Ne? Das muss jetzt nicht jeden Tag ein neues Outfit irgendwie sein. Wir hängen aber eh die Sachen auf und dann sortieren wir die nach Größe und gucken, wovon ich mehr noch brauche und wovon ich wirklich genug habe. Mit einem anderen Stoff, aber auch mit den Tieren und mit demselben Löwen hier oben nochmal. Dann noch ein Strampler. Der fühlt sich auch so schön an. Oh. Dann haben wir noch diese Jacke, die fand ich besonders süß. Kann man, glaube ich, ganz gut anziehen, oder? Dann sowas mit Enten. Auch richtig süß. Meine Teile habe ich tatsächlich alle im Sale gekauft. Habe ich auch im Sale geholt. So ein rosanes Kordkleid finde ich richtig schön. Das ist nämlich, ich finde dieser Stoff und diese Farbe, kannst du das ganze Jahr übertragen. Es ist aktuell ein bisschen groß, weil mein Bauch sehr groß ist. Und jetzt auch schon mit einer Strumpfhose und einer blickdichten geht es voll, die so ein bisschen Leggings-mäßig ist. Und ich finde es richtig, richtig schön. Also es ist so kordig, aber ich kann mir das auch richtig süß mit einer babyblauen Tasche oder mit einer rosanen Tasche oder so im Sommer vorstellen. Vielleicht in Kombination mit meinen Standesamt- und Hochzeitsschuhen, dem Blanex. Das ist nicht süß, kann man das auch zum Beispiel sehr schick tragen oder mit einfach Sandalen oder so. Und die habe ich zum Beispiel damals auch bei Zara gekauft. Auch eine sehr schöne Kombination dann zum Beispiel mit dem hier, dieses Terrakotta, finde ich sehr schön. Und was ich auch geholt habe, ist, boah, ich bin so froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, Leute. Der ist so schön. Das ist so ein, ich habe jetzt leider nur so Studiolicht, weil es einfach schon wieder 15 Uhr viel zu dunkel ist. Aber das ist ein wunderschöner, langer Cardigan. Boah, wie es hier drüber aussieht, aber ich will es eher unter was anderem anziehen. Er hat teilweise so Perlen reingenäht und er ist so hochwertig. Ich glaube, ich würde so ein grünes Kleid oder so drunter ziehen oder ein beiges Kleid. Es sieht so richtig high-end aus und er war im Sale und ich war so... So ist das ganze Ding jetzt ready. Also, er möchte allen Ernstes die Schuhe hier unten hinstellen, Leute.
Das finde ich gerade voll traurig. Und er sagt noch, das richtig cool. Er sagt noch zu mir, ich habe hier nichts zu entscheiden bei den Schuhen. Und ich so, hä, ist doch viel cooler, wenn die hier oben draufstehen. Da kann man Klamotten hinstellen. Ich aber den Boden nutzt man ja nicht. Aber dafür kann man dann die Schuhe richtig schön hinstellen. Aber ich werde den Boden nicht nutzen. Warum nicht? Weil ich werde seine Klamotten aufhängen. Klamotten. Hier kommen noch zwei Schubladen hin. Richtig. So, da kommen Gefaltetes rein. Ja. Aber ich falte doch nichts und lege das hier drauf. Das wird doch unordentlich des Jahrhunderts. Das müssen wir jetzt ohne Kamera noch besprechen. Ja, übrigens, er hat den Stuhl aufgebaut. Er ist richtig, richtig schön. Hier sind noch diese Schaukelstuhldinger, die kommen da noch dran. Aber das ist so ein wunderschönes, kordmäßiges Ding. Und den hat er vorhin einfach aufgebaut. Und der ist sehr bequem übrigens. Ich glaube, der kommt hier in die Ecke. Naja, wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Ich habe hier Amazon diese Baby Wooden Hangers bestellt. Ja. Ist auf jeden Fall einfach, die hier wieder rauszuholen. Hallo? So. Süß. Süß. Guck, vertrau der Mutter. Die kann was Deko angeht. Ich will nur die Schuhe. Okay, mach doch wie du willst. Aber ich finde es nicht so praktisch da unten. Na, ja, alles gut, mach ruhig. Beim Lidl gab es Fleischkäse, Geflügel. Ich habe mich so gefreut, habe direkt mich mitgenommen in Baden-Baden oder in Baden-Württemberg. Isst man das generell sehr oft, hier irgendwie gar nicht. Mein Ei ist durch mit Spinat und hier haben wir einmal den Teller, der sieht lecker aus mit den Spiegeleiern. Guten. Guten Morgen, Wäschekorb. Hier haben wir natürlich Restsocken. Ich weiß nicht, wo der andere Partner davon hin ist, ehrlich gesagt. Es sind wirklich Socken, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Good morning, good morning. Gerade eine Tonne Trockenshampoo in meine Haare gemacht, weil heute kein Bock auf Haarwaschen. Also in der Kamera sehe ich kaputter aus, als ich bin. Ich bin eigentlich fett und ich... Es ist noch stockdunkel und ein bisschen gelb hier drin, aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem, was wir gestern Abend hier gemacht haben. Das sind alles Sachen, die rausgehen. Das sind meine Dekosachen und meine Yogamatte, die kommen runter. Das sind Sachen, die wir verschenken. Die zwei Nachttische bringt mein Mann morgen weg. Die Lampen muss ich echt mal gucken, was ich damit mache. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist auch für, ich meine, meine Schwester. Genau, das sind zwei Wandlampen und eine Deckenleuchte. Ja, muss mal gucken, was ich damit mache. Dann haben wir hier den Hochstuhl, der kommt auch irgendwann runter ins Wohnzimmer. Und da hinten, sieht schon viel cooler aus so, ne? Ist mein Stuhl, hier sind die Schaukelbeine, die habe ich bei Etsy bestellt. Dann wird es zu einem Schaukelstuhl, was ich wirklich sehr cool finde. Und dann ist es vielleicht auch schöner, darauf zu sitzen und es macht so ein bisschen den Raum kindlicher. Hier ist die Moonboon. Federwiege. Davon habe ich schon mal was erzählt. Darüber erzähle ich auch noch mal was. Aber in fast derselben Farbe, Leute. Fast. Die Gardinen ausgewählt. Cool, oder? Fand ich richtig, richtig schön. Ich bin mir überlegen, obwohl, nee. Ist doch schön, oder? Soll ich die in beige umtauschen? Unser Beistellbett ist auch angekommen. Also das eine Teil war ja kaputt. Das ist endlich da. Da hinten steht das Bett. Da stehen auch alle, sind auch alle Matratzen für das Bett und für das Beistellbett mit dabei. Da ist ein Windeleimer. Ich habe extra den, ja, den ohne diese Kassetten genommen, weil ich gehört habe, dass das halt einfach irgendwann sehr nervig ist. Aber ich hoffe, dass der ohne Kassetten auch diesen Duft dann abfängt. Ja, und hier sind die Schränke. Wir haben, wie gesagt, fehlt das Eckelement und danach machen wir auch die Türen dran. Da hinten ist die Badewanne, das ist die von WeToo, die man so auf die Beine stellt, damit man sich nicht bücken muss. Aber das sind seine Klamotten, Leute. Hier oben ist der Heizstrahler, Babyphone, hier ist alles voller Mützen, wirklich komplett. Hier ist noch eine Decke drin. Hier ist alles voller Decken, also wir haben auch genug Decken. Dann haben wir hier unten Mulltücher, Spucktücher, also diese Plätzchen, Kuscheltiere schon. Dann sind hier überall seine Jacken. Das hier habe ich geholt für den Nachhauseweg. Das muss auf jeden Fall angezogen werden. Das ist so ein Onesie. Der ist so, so hübsch. Dann genau hat er hier ganz viele Jacken. Und oh, diese Jacke.
Kinder, die fühlt sich an wie ein Traum. Genau, das ist die aus dem Hall. Ne? Das sind die Jacken. Und ich habe sogar bis zu einem fast einjährigen Jacke. Also hier eine Weste. Dann sind hier unten überall seine Hosen. Also der hat wirklich auch eine Menge Hosen. Das ist alles Hosen. Dann haben wir hier Bodies und Strampler. Hier sind noch mehr Hosen, so Schlafhosen und sowas. Hier sind Bodies in 50, 56, 62. Also bis dahin sind wir auch komplett ausgestattet. Hier sind noch so Strampler, Schlafanzugmäßig. Da brauche ich noch ein bisschen was. Sagt mir gerne, wenn ihr sagt, ey Tara, du brauchst noch was, ne? Aber keine Ahnung, ich hoffe, dass es auch später nicht zu viel wird, weil ich will nichts nicht angezogen haben. Viele haben ja noch Sachen mit Etiketten in den Schränken. Dann kommen hier seine ganzen Pullover. You make my heart happy. Gala-Trikots, ja, das darf natürlich nicht fehlen. Ein Jordan-Shirt. Okay, dann haben wir hier noch so ein paar Strampler. Also Strampler, glaube ich, könnte ich noch ein paar holen. Ich weiß nicht, ob das ein Schlafstrampler ist. Doch, oder? Fühlt sich auf jeden Fall so an. Hier ist es so ein bisschen gemixt und die Schuhe stehen immer noch hier unten. Aber ich glaube, wir werden hier so einen ausziehbaren Boden reinlegen, damit die nicht da unten stehen, weil nach Erfahrung staubt es da unten so viel mehr und es ist einfach aufwendiger, das alles rauszuholen und zu putzen. Da muss ich mir irgendwas Besseres überlegen. Genau, so sieht's aus. Die Kleiderbügel habe ich bei Amazon geholt. Ich werde noch welche für Hosen bestellen mit so Clips, also mit so diesen Clips hier unten und kann dann die Hosen aufhängen. Aber soweit ist das Zimmer jetzt erstmal nicht mehr so ein riesen messy Chaos. Wird so langsam besser werden. Frühstück ist fertig. Leute, die ganzen IKEA-Boxen habe ich jetzt hier benutzt, um Nüsse reinzumachen und Leinsamen und keine Ahnung, Kokospulver und sowas. Und hier ist jetzt auch mal alles ein bisschen ordentlicher als vorher. Hier sind noch Pistazien drin. Hier haben wir wirklich kaum Schokolade, nur so Nüsse und so ein Zeug. Habt ihr schon mal so einen riesen Wäschekorb gesehen? Wäscheberg? Nein, bitte nicht. Ich glaube, mein Bügeleisen ist verkalkt. Da kommen nämlich so Wassertropfen raus. Ich habe jetzt hier diesen Essigreiniger, beziehungsweise Essigessenz reingetan. Und nach Anleitung mal hier entkalkt. Ich soll das jetzt aber eine Stunde stehen lassen. So, das ist einmal His und das ist einmal Hers. Bei mir sind keine Spätzle oder so Kohlenhydrate drin. Nur Kohlenhydrate, die in Gemüse vorhanden sind. Und hier ist auch Gemüse und Hähnchen. Und bei mir ist nur Veggie-Hähnchen, also dieses Like. Wisst ihr, was mein Nachtisch war? Ich habe gerade einfach Eis von der Gefriertruhe gegessen. Das so an den Seiten. Ich habe von 0 auf 100 Bock darauf bekommen, einen Löffel genommen und es abgekratzt und gegessen. Meiner Schwester ein Video geschickt und sie so, krass, Mama hat das wohl auch in der Schwangerschaft immer gemacht. Ja, der Apfel fällt nicht weit vor. Ansonsten geht es mir gut. Ich sitze hier, habe mir ein Cappuccino gemacht und werde jetzt das Video zu Ende schneiden. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder. Danke fürs Zusehen. I love you so much. Bye bye.